So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. Wir haben in der letzten Folge Chalkis erreicht und haben da eine Aufgabe angenommen und haben ja uns durch, ich glaube, zwei Söldner durchgewühlt und waren erfolgreich. Ich glaube, das hat niemand von mir erwartet. Ich habe eigentlich, Mensch, dann auch gedacht, dass ich da sterben werde. Aber anscheinend sind wir doch jetzt relativ gut ausgerüstet, dass wir gegen zwei Söldner bestehen können. Das ist das Sklavenmarkt. Aber wir werden erst einmal ganz schnell zu dem Aussichtspunkt hingehen, um diesen freizuschalten. Und ich muss sagen, ich glaube, das Gift ist effektiver als das Feuer. Zumindest habe ich ja so im Gefühl, dass sie mehr Schaden verursachen als das Feuer. Dieses Türkis, also dieses hellblaue Wasser, es sieht so toll aus. Georgs Einfluss. Nee, Georgos Einfluss, nicht Georgs. Ja, wir sind schon Level 25, ne? Also ich glaube, man hat 50 oder 55, ich glaube 55 war die Maximalstufe bei Origins und ich glaube, bei 55 müsste es auch rein theoretisch bei Origins, bei Odyssey sein. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es echt schön, dass sie den hat. Jetzt nicht so zugeknallt haben mit irgendwelchen Karten, sondern dass sie einfach wirklich diese Natur, die Open World so auf uns wirken lassen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Überlegen, wie bei Black Flag oder bei anderen Assassin's Creed man zugemüllt worden ist. Auf dem Bildschirm und jetzt kann man wirklich einfach dieses Spiel in vollen Zügen genießen. Man hat noch rechts oben die kleine Anzeige und natürlich dann oben. So. Da müssen wir hin. Aber bei Oceans war es ja auch schon der Fall. 1200? So, mal kurz gucken. Ah, wir wollten zum Schmied! Wir wollten zum Schmied. Naja. Wir holen jetzt mal kurz die Aufgabe und dann gehen wir wirklich zum Schmied. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Ich hab mich Selbstverteidigung, nennt sich sowas. Nein, nein, nein! Unmöglich! Wie kann das sein? Agapius, was ist los? Was hast du herausgefunden? Ha, ein Name. Hier, in den Aufzeichnungen. Immer wieder. Der Name des Mannes, der die Messer anführt. Der Eisvogel. Eisvogel sind toll. Bisschen auf. Man sollte diesen Eisvogel mit seinen eigenen Klingen aufschlitzen und seine Leiche als Warnung für alle Feinde Euboias aufhängen. So denken nur Söldner. So einfach ist es nicht. Doch. Agapius, sag es ihr. Als wir jung waren, taten wir so, als wäre ich das Rotkehlchen und mein Bruder der Eisvogel. Aber er starb. Er sollte tot sein. Ich habe ihn betrauert und errichtete ihm ein Grab. Bitte, sag mir, dass er keiner von ihnen ist. Ich flehe dich an. Sag, dass mein Bruder keiner der Messer ist. Du kennst deinen Bruder am besten. Du kennst deinen Bruder besser als diese Aufzeichnung. Wenn du glaubst, dieser Eisvogel ist ein anderer, wird es stimmen. Danke. Ja, der Junge, den ich kannte, der würde so etwas sicher nicht tun. Woher weißt du, dass es dein Bruder... Woher weißt du, dass dein Bruder tot ist? Als dein Bruder starb, sahst du... Sahst du da seine Leiche? Es gab keine Leiche. Kein Zeichen, kein Wort, nichts. Nach dem Tod meines Herrn war Pater nicht mehr so robust wie früher. Mein Bruder brachte uns durch. Er fischte jeden Tag, bis er nicht mehr zurückkam.
Sag mir den Namen deines Bruders. Dein Bruder kann nicht immer der Eisvogel gewesen sein. Natürlich nicht. Neritos. Sein Name war Neritos. Er war älter als ich. Und machte auch mehr Ärger. Er kämpfte und er stahl. Aber er kümmerte sich um mich. Nichts ist wichtiger für Euboias Überleben, als die Messer aufzuhalten. Tut mir leid, alter Freund. Aber der Eisvogel muss beseitigt werden, ob er dein Bruder ist oder nicht. Ich... Ja, Herr. Ich verstehe. Bitte hilf mir, die wahre Identität des Eisvogels aufzudecken, um die Ehre meines Bruders zu retten und die Messe aufzuhalten. Euboia stünde in deiner Schuld. Mehr als jetzt schon. Der Archon ist ein sehr reicher Mann. Du würdest großzügig belohnt werden. Ich helfe dir. Was immer nötig ist, ich tue es. Familiäre Dinge sind kompliziert. Wir waschen den Namen deines Bruders rein und retten dabei ganz Euboia. Ich kenne einen Bauern, der mit dem inneren Kreis der Messer zu tun hat. Wenn einer das wahre Gesicht des Eisvogels kennt, dann er. Ich werde ihn aufsuchen. Hast du noch mehr Hinweise? Vor der Südküste Euboias liegt das Wrack eines Schiffs. Und das Theater in der Stadt Kalkis hat die Lügen der Messer verbreitet. Wie soll uns ein Schiffswrack helfen? Es herrscht Krieg. Es werden Schiffe versenkt. Warum ist dieses Schiff wichtig? Weil dieses Schiff den Messern zu gehören scheint. Eine Sklavin, der ich traue, wartet am Tempel über den Ruinen von Eretria. Sie kann dir mehr dazu sagen. Warum kommt mir dieser Bauer bekannt vor? Ein Bauer, der mit den Messern zu tun hatte. Ich kenne den Bauern. Er weiß nichts, was von Bedeutung wäre. Hast du auch meinen Namen erwähnt? Ich wusste nicht, dass du berühmt bist, Agapios. Ich sage nicht, dass ich berühmt bin. Doch in gewissen Kreisen. Naja, öffnet mein Name Türen. Was kannst du mir über das Theater sagen? Du sprachst von einem Theater? Das Theater in der Stadt Kalkis ist eine mächtigere Waffe, als du glauben magst, Söldnerin. Die Messer verbreiten Lügen, um die Euboia gefügig zu machen. Sieh einfach, was du herausfindest. Woher weißt du das alles? Du scheinst gute Verbindungen zu haben. Woher? Für einen Sklaven, meinst du? Auch wir haben Augen und Ohren. Wir sehen viel und teilen es. Von Sklave zu Sklave. Hinweise, Warnungen. Alles, was uns helfen kann, den weiten Weg von heute nach morgen zu überleben. Ich habe genug gehört. Ich weiß fürs Erste genug. Und der Eisvogel. Was, wenn es doch dein Bruder ist? Wenn er der Hintermann der Messer ist? Das ist er nicht. Komm zu mir zurück, wenn du mehr erfahren hast. Gehen wir erst einmal ins Theater. Ja, das hätte ich fast übersehen, ne? Hey, ja. Nimm das, du schändlicher Feier! Ich werde... Gaia! Du sagst immer den falschen Text! Das ist nicht einfach, ja? Wir haben alle viel Text. Lern ihn richtig! Dieser Text ist echt langweilig. Lass das Idiot bloß nicht hin. Ihn zu töten bringt überhaupt nichts, Praxilios! Aber wir können hier nicht rumsitzen und uns das antun lassen, Idia. Unseren Kindern. Glaubst du, ich würde nicht an ihr Wohlergehen denken? Tja, jedenfalls benimmst du dich nicht so. Du wagst es. Es reicht, ihr zwei. Nur beruhigt euch und sprecht leiser. Ja, ihr beruhigt euch und sprecht leiser. Beruhigt euch und hört euch mal selbst an. Ihr macht den Kindern Angst. Für wen hältst du dich? Die Söldnerin hat recht. Beruhige dich. Es ist schlecht für... Rede, Fremde. Agapios schickt mich. Er will die Unschuld seines Bruders beweisen und die Messer zerschlagen. Sein Bruder? Neritos? Ist er nicht jetzt... Schweig, Idia. Wir haben schon genug Probleme. Sag mir, was ihr wisst.
Ich schlag dir was vor. Töte einen Mann für mich. Hilf mir. Dann erzähle ich dir vom Hauptquartier der Messer. Was soll das? Kein Blut vergießen! Rede nur mit dem Mann. Erinnere ihn an sein Ehrenwort zu zahlen. Ich helfe euch. Gut. Ich kümmere mich um euer Problem. Es gibt da so einen Mann von den Messern. Er bat uns um Hilfe bei der Verbreitung ihrer Absichten. Die Messer sind uns egal, aber wir brauchten zusätzliche Einnahmen. Er wollte von uns, dass wir und die Kinder die Botschaft der Messer im Theater und auf der Straße verbreiten. Ein ganz normales Geschäft, er benutzt euch. Er benutzt euch nur. Und eure Kinder als Sympathieträger. Jetzt will er, dass wir kostenlos weitermachen. Er zahlt nicht mehr und hat gedroht, unseren Kindern etwas anzutun, wenn wir nicht weitermachen. Ich hatte vor, ihn selbst zu töten, aber Idia... Wir können doch nicht einfach so morden, Praxilios. So sind wir nicht. Er wohnt in dem großen Haus im Zentrum der Stadt. Töte ihn und wir werden dich bezahlen. Hör dich nur mal an. Rede mit ihm und schüchtere ihn ein, wenn es sein muss. Aber wir sind keine Wilden. Ich will den Kindern nicht so ein fürchterliches Vorbild sein. Hat sie recht. Ich kümmere mich um ihn. Ich kümmere mich um ihn. Vergesst nur nicht zu bezahlen. Wenn du sonst noch etwas brauchst oder vergisst, wo du den Mann findest, dann frag uns einfach. Oder? Was ist denn der? Das ist er. Der Mann von den Messern, der die beiden bedroht hat. Robos! Ein bisschen schneller muss sein. Komm, dreh dich doch um. Kein Problem. Und los. Okay, es gibt keine Straße. Gut, dann müssen wir es halt zu Fuß machen. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Los geht's. Mit Sicherheit passen die Wachen sehr gut auf. Das große Haus, von dem Sie sprachen. Ich muss es tun. Für die Familie. Ja, genau. Für die Familie. Jetzt haben wir den trotzdem getötet, na egal. So, warte, Fähigkeiten. Hier. Tja. Ein Söldner ist halt schon, ja. Relativ einfach. Warte. Fuck. Na komm. Na mach's einfach so, ist mir doch egal. Weg mit dir.
Wen hatten wir jetzt hier? Klymene, die schöne Gerechtigkeit. Nichts war für Klymene schön und reiner als die Gerechtigkeit. Genau deswegen war sie Söldnerin geworden. Schöne und reine Gerechtigkeit, vollzogen von einer schönen und reinen Frau. Doch neben all ihrer Reinheit war ihre Gerechtigkeit häufig auch sehr grausam. Es war auch nur ein Mann, der seine Familie schützen wollte. Leider hat er sich mit den Falschen eingelassen. Odios, das Titanenkind. Odios, das Tierkind. Komm ich auf Titanen. Zog in jungen Jahren auf Abenteuersuche in ein Wald los und kehrte erst unter Menschen zurück, als er schon beinahe erwachsen war. Gerüchten zufolge hat er bei den Tieren gelebt, um mit ihnen zu sprechen. Eines ist sicher, er zog ihre Gesellschaft der anderen Leute vor. Kann ich absolut nachvollziehen. Hä? Haben wir gar nichts gemacht? Überhaupt nichts. Schurke. Hast deine Söldnerin auf einen von uns angesetzt? Wer die Messer angreift, schneidet sich. Töte die Söldnerin und die beiden Toten. Stopp! Gleich hier! Und jetzt! So. Ich hab hier was für dich. Was ist das? Achso. Haben wir noch einen. Geht es dir gut, Braxilios? Haben Sie... Alles gut, meine Liebste, alles gut. Sagt er... Söldnerin, alles, was Agapios wissen will. Hörst du? Das Hauptquartier der Messer ist auf Skyros. Sie machen Olboya schon viel zu lange von dort aus unsicher. Agapios will, dass du sie ausschaltest, oder? Dann tu es. Reise nach Skyros und erschlage jeden einzelnen von ihnen. Okay. So gut wie erledigt. Du hast mein Wort. Sie werden tot zu meinen Füßen liegen. Gut, räche uns, Söldnerin. Uns und alle in Olboya, die wegen ihnen leiden mussten. Skyros. Agapios muss davon erfahren. Ich muss immer noch Agapios Hinweisen nachgehen. Blut und Wasser, hatten wir schon mal die Mission. Ansonsten würde ich sagen, machen wir es in der nächsten, also nicht in der nächsten Folge, in der heutigen Folge noch dieses Schiffswrack. In der Hoffnung, dass wir irgendwo eine Anlegestelle für die Atrastea haben. Irgendwie passen die goldenen Schiffe gar nicht zum Outfit. Hab das Gefühl, ich bin zu Fuß einfach schneller als mein Pferd.
muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Na, die haben doch alle schon ausgeschalten. Ah! Ich habe auch das Gedächtnis eines Siebes, ne? Ach, Gottes Willen. Was ist mit meinem Gehirn, mit meinem Gedächtnis passiert, dass ich mich an solche Sachen nicht erinnern kann? Willkommen. Aber spielt jemand mit schweren Klingen? Gibt es Menschen, Spieler, Assassin's Creed Spieler, die mit schweren Klingen spielen? Die goldenen können wir gar nicht verkaufen. Das ist natürlich cool. Wir kriegen so viel Geld einfach nur. Ja, das ist ja alles relativ schlecht. Richtig reich, ne? Links haben wir eine schöne Musik. Oh Gott, habe ich jetzt Ressourcen verschwendet? Es sieht zumindest nicht so aus, ne? Es sieht zumindest nicht so aus, ne? Naja. Gut. Warte mal, wo wollten wir hin? Fragezeichen, ne? Bewegung! Mein Pferd hat mich jetzt auch mal eingeholt. Sehr schön. Hallo. Lisa, wo haben wir denn hier tot? Ach, da. Guck mal, da haben wir ein Hai. Schön. Bruder, Tempo! Kapitän hat Steuer verlassen. Macht mal Pause. Yeah.
Nein. Hör auf, mich zu ärgern. So. Ja, ich hatte ja schon gedrückt. Wo ist mein... Da. Rennen die Augen noch von niedlich, ne? So. Die haben wir jetzt das hier. Sonst haben wir nichts weiter. Wir haben jetzt nur Kopf der Tochter der Artemis. Das haben wir nur... Nicht das Eisvogel geboren. Stimmt, ja, das mit dem Wein. Stimmt, es waren die mit dem Wein. Blut und Messer haben wir auch. Das sind dann die zwei letzten, die wir haben. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch zwei und wahrscheinlich noch hier zwei andere Fragezeichen. Die werden wir aber in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Da werden wir die Aufgabe bezüglich der Messer weiter verfolgen. Und ich denke mal, dann in drei Folgen werden wir nach Skyros. Ach nee, Skyr. So hieß der Joghurt. Nee, Skyros. Ich bin auch dumm. Vor allem, was ist denn das da hinten? Sind das Wolken oder ist es Rauch? Ich will es gar nicht wissen. Auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge uns erstmal mit den anderen Aufgaben von dem Argaia-Post beschäftigen. Und der Himmel sieht so wunderschön aus. Ja, man kann mich auch sehr leicht ablenken. Und dann, ja, hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen werden und dass die heutige Folge euch gefallen hat.